Entschuldigung. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht's um diese Mi Smart Speaker. Was halt eben viele, wie soll ich sagen, denken, dass man für diesen Speaker Internet braucht. Braucht man nicht unbedingt. Ja und nein. Man kann den mit Internet verbinden, aber man kann diesen Mi Speaker auch offline benutzen. Der hat hier, wie man sieht, drei Knöpfe. Leise, Play-Pause, Mikrofon stumm schalten und lauter. Gut. Dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Als allererstes müsst ihr den Speaker mit dem Handy verbinden. In meinem Fall ist es mein Handy. Zack, verbunden. Kann ich euch sogar zeigen. Gut. So. Wähle ich irgendeine Musik aus, um zu testen, dass die gut funktioniert. Genau, je lauter man die Mi Smart Speaker macht, desto lauter wird der Signalton. Und es blinkt natürlich auch beim lauter machen oder leiser machen, je nachdem. Also zeige ich euch mal, wie gut der Klang ist. Der Klang ist richtig gut. Der hat gute Lautsprecher DTS Sound mit Google Assistant. Und falls einer mal sagt, okay Google, ja, jetzt leuchtet es natürlich, kann ich die Mikrofon ausschalten. So, sollte aber jemand verbunden sein und ihr könnt euch damit nicht verbinden, weil ihr das Bluetooth-Symbol nicht findet, kein Problem. Er drückt die Laut- und Leiser-Taste gleichzeitig. So, und jetzt hat sie die resettet. Und so einfach geht das. Wenn euch solche Videos gefallen, wie immer, lassen Like da und abonnieren nicht vergessen. Euer Alles-Tester. Ciao.